Trennungsschmerz überwinden. Wahrscheinlich bist du gerade in einer Situation, in der du dich ziemlich scheiße fühlst. Und ich kann das auch absolut verstehen, denn wenn man gerade frisch getrennt ist oder schon eine Weile getrennt ist und diesen Trennungsschmerz in sich drin hat, dann ist es einfach eine ziemlich beschissene Sache, sage ich mal. Und ich werde dir in diesem Video drei Möglichkeiten erklären, wie du deinen Trennungsschmerz überwinden kannst. Vorher möchte ich dir allerdings noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar davon, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, Trennungsschmerz überwinden zu wollen. Denn als ich so 16, 17 war, war ich Hals über Kopf verliebt, wie das halt so ist, wenn man Jugendlicher ist. Und war halt total verliebt in so ein Mädchen und es war auch alles schön, so für 2, 3 Wochen. Und dann denkt man natürlich dann in dem Alter, ja gut, das ist meine große Liebe und das ist die tollste Frau der Welt, das ist die tollste, attraktivste, intelligenteste, schönste, liebevollste, was auch immer alles, was man sich da so reinbringt. Und dann hat mich dieses Mädchen hat mich verlassen, sind wieder zurückgekommen, war so eine On-Off-Beziehung und so weiter. Und irgendwann hat sie mich halt betrogen mit 2 Freunden von mir. Und da habe ich mir gedacht, boah, eine Welt geht für mich unter. Und ich war super deprimiert und traurig, habe angefangen zu recherchieren, so wie du jetzt wahrscheinlich auch. Ich habe angefangen zu recherchieren, was kann man denn da überhaupt machen? Also zum einen, wie kann man dafür sorgen, dass man nie wieder in so eine bescheidene Situation kommt? Und zum anderen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass sie zu mir zurückkommt? Weil das ist ja auch so ein Stück weit das, was man haben wollte. Also es war so irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wollte ich sie natürlich zurückhaben, auf der anderen Seite wusste ich, okay, ich kann sie nicht zurücknehmen, weil er hat diese dummen Sachen gemacht. Aber ich wollte sicherstellen, dass sowas in Zukunft nie wieder passiert. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Flirten und Dating zu beschäftigen, habe ganz viele Bücher gelesen, habe ganz viele Videokurse mir geholt, Audiokurse und so weiter. Und habe recherchiert. Und Trennungsschmerz, Liebeskummer ist, wenn man jetzt rein von der Hormonausschüttung ausgeht und von der Intensität des Gefühls, ist es durchaus vergleichbar mit einer schweren Depression. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Gefühl, was man nicht einfach so unter den Teppich kehren sollte. Gleichzeitig ist es aber so, und jetzt kommen wir zu den Sachen, was du dagegen machen kannst, dass Liebeskummer bzw. Gefühle generell erstmal so sind, dass sie immer einen Anfang und ein Ende haben müssen. Entschuldigung, ist noch früh morgens. Dass sie einen Anfang und ein Ende haben müssen. Wenn ein Gefühl sich nicht bewegt in deinem Körper, kannst du es nicht wahrnehmen. Das heißt, ein Gefühl normalerweise beginnt irgendwo, das ist ein dumpfes Gefühl in der Magengegend oder irgendwie das Herz schlägt schneller oder was auch immer. Das bewegt sich irgendwie und dann nehmen wir es wahr und dann richten wir unseren Fokus darauf. Und in dem Moment, wo wir unseren Fokus darauf richten, wird es größer. Du kannst dir das menschliche Gehirn oder die menschliche Psyche so vorstellen wie eine Leinwand. Wenn du dich auf eine Stelle fokussierst und dann immer wieder drauf malst quasi, dann wird diese Stelle immer größer, 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 größer. Das ist auch eine Sache, die viele Menschen falsch verstehen. Sie denken, unser menschliches Gehirn, unsere menschliche Psyche wäre mechanisch. Das heißt, es gibt da irgendwie 2 Rädchen, die kann man oder einen Schalter, den kann man umlegen und dann ist wieder gut. Aber so ist es nicht. Es ist mehr wie so eine Art Leinwand. Die Sachen, worauf du dich fokussierst, die werden mehr und die Sachen, wo du dich nicht drauf fokussierst, die werden weniger. Und dann ist es so, dass wenn du dich die ganze Zeit auf dieses Gefühl konzentrierst und dir die ganze Zeit Fragen dazu stellst, zum Beispiel, warum hat sie mich nur verlassen und wie konnte sie mich nur betrügen und so weiter und so weiter, oder wie konnte er mich nur verlassen, wie konnte er mich nur betrügen, und dass es dann automatisch so ist, dass du andauernd dich auf dieses negative Gefühl konzentrierst und automatisch du dein Gehirn darauf konditionierst, dir die Antworten auf diese demotivierenden, traurig machenden Fragen zu beantworten. Das bedeutet, wenn ich mich selbst frage, wie konnte sie mich denn nur verlassen oder warum hat sie mich betrogen, dann will ich natürlich eine Antwort dafür bekommen. Ich würde sagen, ja, aber fett bist, wenn du hässlich bist, wenn du zu jung bist, zu alt, zu dick, zu dünn, zu arm, zu reich, zu viel Haare, zu wenig Haare, zu langer Bart, zu wenig Bart, zu
großer Hintern, zu kleine Brüste oder was auch immer man sich da alles denkt. Und dann bleibe ich quasi immer wieder in dieser Trauerspirale drin. Und das Ziel ist es natürlich, aus dieser Trauerspirale rauszukommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Zum einen ist es wichtig, dass man seinen Fokus auf positive Dinge legt. Das heißt, dass man sich mit seinen Freunden wieder trifft, dass man seinen Hobbys nachgeht und all diese ganz klassischen Sachen zu machen. Aber zusätzlich ist es eben auch sehr wichtig, dass man damit beginnt, sich die richtigen Fragen zu stellen und damit aufhört, sich zu fragen, wie konnte sie mich denn nur verlassen, und anfängt, sich Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, warum habe ich es verdient, eine liebevolle Beziehung zu führen, oder warum bin ich ein wundervoller Mensch, oder warum, was schätzen andere an mir? Das heißt, im Prinzip genau gegensätzliche Fragen zu stellen, weil unser Gehirn wie ein Computer arbeitet, so im Prinzip wie Google. Wenn ich eine bestimmte Frage stelle, werde ich auch eine bestimmte Antwort dazu erhalten. Und je besser meine Fragen gestellt sind, umso besser werden natürlich meine Antworten darauf sein. Und dann der dritte Tipp, was du tun kannst, um deinen Liebeskummer zu überwinden, ist natürlich auch darüber nachzudenken, ob du deinen Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin zurückerobern möchtest. Und für den Fall, dass du das möchtest, oder in dem Fall, dass du zumindest darüber nachdenken möchtest, dass du ihn oder sie zurückerobern oder vielleicht sogar das erste Mal erobern möchtest, gibt es natürlich ganz viele verschiedene Sachen. Weil das aber ein etwas komplexeres Thema ist, habe ich ein etwas längeres Video für dich aufgenommen. Ein Video, in dem ich dir ganz genau erkläre, anhand von 3 Schritten, wie du deinen Ex-Partner bzw. deine Ex-Partnerin mit Hilfe von SMS zurückerobern kannst. Das heißt, ich werde dir ganz genau erklären, wie du mit dem Handy, was gerade in der Tasche steckt, wie du damit deinen Ex-Partner, deine Ex-Partnerin so emotional berühren kannst und so verführen kannst, dass er oder sie kaum anders kann, als zu dir zurück oder überhaupt zu dir zu wollen. Und weil das ein bisschen komplexer ist, nicht so viel komplexer, aber ein bisschen länger in der Erklärung bedarf, habe ich ein extra Video für dich aufgenommen. Dieses Video findest du, wenn du unter dieses Videos auf den Link in der Beschreibung klickst. Und da kannst du einfach draufgehen, kannst du draufklicken und dann wirst du automatisch auf meine Webseite kommen und da findest du alle Infos, wie du das Video bekommst, beziehungsweise findest auch das Video. Deswegen klick einfach unterhalb des Videos auf den Link in der Beschreibung und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Zusätzlich würde ich dich noch bitten, in die Kommentare zu schreiben, was dir gut gefallen hat, worüber du gerne mehr erfahren würdest und so weiter. Also einfach mal ein bisschen Feedback zu den Videos zu geben, weil das natürlich eine wichtige Geschichte ist, damit ich überhaupt weiß, was dich denn überhaupt interessiert. Also schreib in die Kommentare, klick auf den Link und wir sehen uns gleich in einem der nächsten Videos, wo ich dir erkläre, wie du deinen Liebeskummer noch überwinden kannst.